Hey meine geilsten Girls und Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Blue Shift. Und diese Folge könnte tatsächlich wirklich sehr spannend werden, denn es ist dieser Part, wo wir, nachdem wir ja unten in den alten Anlagen waren, in der letzten Folge, die ihr euch wieder oben rechts jetzt ansehen könnt, wo wir ja den Stromgenerator nun hochgebracht haben und der auch voll aufgeladen ist, damit wir endlich diesen Teleporter nun endgültig vollenden können. Er ist jetzt voll bepowered, vollständig aufgetankt mit elektrischer Energie und mit den genauen Koordinaten, um uns hier rauszubringen. Habe ich nicht recht, Rosi? Der wird natürlich unsere Hilfe hier gebrauchen können. Oder? Wie sieht's aus? Sag schon was. Alright. Jetzt. I'll stay down here to monitor the system levels and direct the procedure. I need you to climb up to the control room and activate the main power. Once the process has started, you'll also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field. Don't worry, Mr. Calhoun. The process is simple, and I'll let you know when you need to do something. Okay, wir müssen jetzt also jedes Mal das Feld halt manuell öffnen, jedes Mal, wenn er uns sagt. Wir brauchen uns nicht wundern, es ist wahrscheinlich recht easy. Ist ja nur ein Knöpfchen, was wir drücken müssen, deswegen machen wir das schnell. Der Teleporter ist bereit und ich denke mal, wir müssen jetzt hier runter, ja. Und hier, Damping Locks. Ja, das ist nicht so schwer. Das ist ja gerade der hier. Direkt daneben. Very good. Stand by, Calhoun. Once the system is initialized, it'll take a few moments for the interpolating resonance coils to achieve focus. Okay, und der Teleporter braucht jetzt natürlich einiges an Zeit, um zu fokussieren und eben den Teleportpunkt genauestens ausmachen zu können. Und ja, ja, gerade so. Sag mal, kann man dem Grid überhaupt was zutrauen? Kriegt er nicht mal hin, hier den Hebel zu drücken? Was? Okay. Okay, alles klar, ich arbeite dran. Okay. Ja, bevor das hier überhitzt, schnell das Rädchen drehen, um es wieder abzukühlen. Oh oh. Was passiert da? Wir bekommen Besuch! Wir müssen den Druck niedrig halten, auf grünen Bereich. Ja, da oben können wir den Zeiger so ein bisschen sehen. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Gott sei Dank. The system has stabilized and the main capacitors are charging. When the main charge meter reaches full, I'll need you to open the displacement field from the control room. Okay. Sobald es aufgeladen ist, müssen wir hier natürlich das aktivieren, um den Teleporter wahrscheinlich bereit in Gang zu setzen. Ja, wieder fast da, fast aufgeladen. Sag deinen Wissenschaftlerkollegen Bescheid, sobald wir soweit sind. Ob der Plan funktioniert? Jawohl! Okay, the system is fully charged. Throw the switch located at the window of the control room. Jawohl! Erledigt! There, the field is open. Go now, Walter! Okay, Walter ist der Erste, der weg ist. Sehr gut. Boah, krass. Das muss er jetzt jedes Mal machen, damit jeder durch kann. Ja, das ist wirklich ein alter Teleporter. Kann nur kurz offen gehalten werden, um die Wissenschaftler hier zum Flüchten zu verhelfen. Und wir sind wahrscheinlich dann als Letztes dran. Was? Oh nein, das auch noch. Das Militär kommt, Rosi! Wir müssen uns beeilen! Oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Okay. Jawohl, schon erledigt. Simmons, geh durch. Okay. Jetzt nur noch Nia, beide und Rosi. Aber ich habe da was gehört. Ich glaube, das Militär kommt gleich zu Besuch vorbei. I've set the system to automatically start the charging sequence once I've made it through. Just wait for the levels to reach full again and open the field like you've been doing. Okay, also er hat dann eine automatische Sequenz eingerichtet, dass nachdem er durch ist, dass wir durch können. Wir sind natürlich da als Letztes dran, das ist klar. Aber das Militär rückt immer näher. Oh nein. Sie klopfen schon an. Rosi, schnell! Okay. Jawohl, komm. Du jetzt als Nächstes. Boah, ich schwitze hier tatsächlich echt ein bisschen mit. Ja, hoffentlich, du. Oh Mann, jetzt sind wir als Letztes durch. Und jetzt wirklich funktioniert alles automatisch? Wird das Feld auch automatisch eröffnet? Falls ja. Oh nein, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Na, warte. Ich lege euch ein Präsent hin.
Komm schon, komm schon, komm schon. Dass wir noch schnell durch können. Oh nein, das Militär ist da. Bam! Ihr kommt hier nicht lang. Ihr werdet mich nicht aufhalten vor der Flucht hier. Aus dem Black Mesa-Komplex. Oh Gott. Oh nein, ich muss es drücken, ne? Mist, ich dachte, es passiert automatisch. Okay. Ja, ja, ich weiß. Okay. Gedrückt. Und ich glaube, wir haben es verpasst, ne? Nein, da ist der Teleporter bereit. Wir können rein. Schnell! Wow, da war das Militär da. Gerade noch entkommen. There he is. Calhoun, you've arrived. When you didn't come through right away, we thought that the... Oh no, there's something wrong here. Simmons, come look at Calhoun. His body seems to be in some sort of resonance displacement. Oh nein, was ist hier... Oh nein. Was ist jetzt los? Warum werde ich nicht so erfolgreich teleportiert? Wurde der Teleporter nochmal gestört? Und sieh mal, was wir hier haben. Das ist doch Gordon Freeman. In dem Moment, wo er von dem Militär entlanggezogen worden ist. Aber warum waren wir hier? Oh, thank God you made it. I was worried that a malfunction occurred at the last moment and you might have been caught in an infinite harmonic reflux. Oh, das wäre echt schlecht. That's the case, then you're lucky to be standing here. Ja. Then again, we're all lucky. Thanks to you, however, we were actually able to pull off this hair-brained idea. We made it, Mr. Calhoun. We made it. Wir haben es geschafft und scheinbar können wir tatsächlich mit allen entkommen. Subjekt Calhoun, außerhalb der Reichweite, keine weitere Kommentierung. Und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt schon das Ende von Blue Shift. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist wirklich kurz. Ja, das ist es. Wir sind bei den Credits. Wow! Gerade mal 3 Aufnahmesessions hat es jetzt gekostet für mich, das Spiel durchzuletzplayen. Einmal 3 Folgen, einmal 2 Folgen und jetzt nochmal zum Schluss 4 Folgen. Und hier stellen sich die Leute von Gearbox Software vor, die hier für Blue Shift verantwortlich sind. Und jetzt natürlich dazu mein kurzes Fazit. Ist cool. Ist cool, aber ja, mach mal wieder so positiv, wirklich so wie ich es bei Far Cry 2 gemacht habe. Also positiv kann man sagen, das Leveldesign ist weiterhin großartig, das Storytelling weiterhin die Stärke, wie es schon auf Half-Life 1 basiert ist. Und vor allen Dingen, man erhält wirklich nochmal richtig coole Background-Story, nochmal richtig coole Hintergrundgeschichte mit einem alten Labor, wo wir uns ja nochmal zum Schluss befunden haben. Das fand ich auch ganz cool, dass es quasi wie so eine kleine Safe-Area war, wo man immer wieder hingehen konnte, mit seinen Wissenschaftlern quatschen konnte und wo halt der Teleporter war, den wir aber nochmal wirklich antreiben mussten und wo wir ja sogar nach Xen ausgesandt worden sind, um dort nochmal den Kristall zu aktivieren, um eben die genauen Koordinaten zu ermitteln. Warum man auch immer das braucht, aber gut, alte Technologie halt, ne? Was will man machen? Das Gameplay war total großartig, aber das ist Half-Life-Standard. Und ich fand auch wirklich, das habe ich aber mehrmals schon gesagt, es ging sehr schnell zur Sache, also wirklich richtig fix ging es zur Sache. The End, es geht sehr schnell voran, also direkt begegnet man Vortigons, den Schoßhündchen, dem Militär und es geht wirklich echt Ratze, Fatze, Popatze, alter Ratze. So, und ich glaube, da wir hier nicht mehr weiterkommen, genau, wir kommen nämlich hier nicht mehr in die Hauptmenü. Doch, hier, oder? Nein, kommen wir nicht, warum nicht? Ah, egal. Dann gucken wir uns halt den Bildschirm hier an. weil ich traue mich jetzt nicht hier zu pausieren. Oder komm. Ah, jetzt doch. Es hat uns in die Hauptmenü zurückgebracht. Sehr schön. Also, ja. Was soll ich sagen? Gameplay und das Leveldesign an für sich ganz toll. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass wir nur einmal an der Oberfläche waren. Jetzt mit den ganzen Zugstationen und öfters nicht. Aber, naja. Ist halt ein sehr kurzes Game. Und das ist natürlich auch so eine Neuerung und wirklich auch recht einzigartig gewesen für Half-Life Blue Shift, wie ich finde, dass man wirklich Charaktere jetzt kennengelernt hat, die wirklich eine Wichtigkeit hatten und nicht einfach so, oh, hallo, du erklärst mir jetzt, was ich machen muss und tschüss, auf Nummer Wiedersehen. Nein, hier war das wirklich so,
Du triffst einen bestimmten Charakter, der dich begleitet, der mit dir einen Plan macht. Und das ist, glaube ich, für Half-Life 1 halt sehr neu gewesen. Genauso neu wie die HD-Modelle. Die haben dem Spiel nochmal ein bisschen einen neuen Look gegeben. Und man hat grafisch nochmal so ein bisschen was herausgeholt. Hat man vor allen Dingen auch bei den Xen-Levels gemerkt. Ich fand das Tal echt sogar recht schick. Mit den ganzen Wasserfällen und so. Das gab es alles in Half-Life 1 so gar nicht. Und der Xen-Abschnitt hat mich, ja gut, anfangs ein wenig gestört. Das war echt ein bisschen blöd da, wo du die ganze Zeit durch diese Tunnels da durchkriechen musstest. Das ist jetzt vielleicht so ein negativer Punkt, den ich einschlauchen muss. Genau, negative Punkte. Es gab sehr wenig Waffen. Also das Waffenauswahlset wurde richtig runtergedreht. Die Spielzeit ist ehrlich gesagt schon fast zu kurz, auch für mich, muss ich wirklich sagen. Hätte gerne etwas länger sein dürfen. So war es wirklich echt verdammt kurz. Und ja, was kann man noch sagen? Ja, keine experimentellen Waffen, keine Alien-Waffen, keine Crossbow. Wo ist meine Crossbow gewesen? Ey, das war meine Lieblingswaffe überhaupt. Mensch, was war denn damit? Naja, egal. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört, dass es so wenig Waffen gab und wie gesagt, dass das Spiel halt echt zu kurz ist. Und wenn man es wirklich ganz streng, aber wirklich jetzt richtig streng sagen möchte, das ist halt echt gemein, wenn ich das jetzt so sage, aber so kann ich sagen, das Half-Life Blue Shift hier hätte auch wirklich von einer Mod-Community kommen können, anstatt von einem wirklich offiziellen Game Developer. Weil, wie gesagt, es hatte jetzt nicht wirklich sehr viel Innovation. Die einzige Innovation war halt wirklich, du spielst jetzt halt einen Wachmann, und anstatt der Energie für deine Rüstung bekommst du halt so Rüstungsteile mit Brustpanzer und Helm, die du unterwegs findest, aber die hat man dann tatsächlich wirklich sehr stark gemerkt. Das hatte ich in Half-Life 1 nicht so ein Gefühl mit der Ladung des Anzugs. Da hatte ich das Gefühl, für was habe ich denn das überhaupt? Ist nur eine zweite Lebensanzeige, die mich eigentlich gar nicht wirklich schützt. Hier hatte ich aber wirklich das Gefühl, ohne Rüstung bin ich quasi hilflos, aber mit Rüstung bin ich echt gut geschützt. Und ja, das war jetzt auch wirklich so, was ich jetzt grob sagen kann. Also, der Preis ist echt niedrig. Ich glaube, das kostet keine 4 € und deswegen kann man eigentlich sogar diese kurze Spielzeit ein wenig verzeihen. Ein bisschen seltsam fand ich den Soundtrack und auch wirklich die Zensierung des Spieles. Also, das ist echt merkwürdig. Der Soundtrack war zwar cool, aber soweit ich ja, wie gesagt, weiß, der ist halt auch aus Opposing Force mit eingeflossen. Und Blue Shift hat eigentlich seinen eigenen Soundtrack. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Half-Life Blue Shift Soundtrack oder Ost, und dann werdet ihr bestimmt da ein Video finden, wo Half-Life Blue Shift Soundtrack ein Video zu finden ist. Ja, und das ist an und für sich eigentlich meine Review zu dem Spiel. Also, wenn ihr die Story noch ein wenig weiter erfahren wollt, genau das ist halt eben das richtig Geile. Du siehst Gordon Freeman mehrmals und siehst mal die Geschichte aus anderen Perspektiven. Fand ich eigentlich auch, finde ich mega cool sowas. Würde ich mir auch echt gerne für Half-Life 2 wünschen, aber das wird nie mehr kommen. Das finde ich halt wirklich, wirklich cool. Und wer eben so ein bisschen Background-Story haben möchte und wer wirklich nochmal kurz ein neues Half-Life-Spielchen spielen möchte, der kann sich Blue Shift holen, kostet keine 3 € in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr den Link anklicken, falls ihr euch das Spiel denn tatsächlich auch selbst noch kaufen und spielen wollt. Und ja, Metacritic gibt dem Spiel eine Wertung von 71. Ja, also ich kann mich da eigentlich anschließen. Ich würde dem Spiel eine 72 geben. Das wird jetzt auch in dem Fall in der Videobeschreibung jetzt drin stehen. Ja, da habe ich bisher immer geschrieben, mein Score Fragezeichen von 100. Jetzt schreibe ich da die 72 herein. Das ist meine Punktzahl, die ich an Half-Life Blue Shift verteile. Und ja, mein eigenes Let's Play würde ich sagen, bewerte ich mal mit. Ja, ich würde mal sagen, 9,5 von 10 Punkten. Ich glaube, an und für sich habe ich das gut kommentiert bekommen. Und Half-Life ist einfach aber auch echt ein super Spiel zum Let's Play. Da passiert ständig was und da kann man wunderbar richtig schön in-game kommentieren. Das ist einfach echt easy zum Let's Play. Also, wenn ihr da draußen Let's Player werden wollt, spielt Half-Life. Dann habt ihr einen einfachen Start. So, weil dann könnt ihr schon mal eure Fähigkeiten erproben, um das mal so zu sagen. Naja, bevor ich jetzt hier noch ewig weiter quatsche, meine Geiß und Gerls, ich würde sagen, das war ja das kurze Let's Play-Projekt zu Blue Shift. Wie gesagt, ich bin echt überrascht, dass es jetzt schon so vorbei ist, aber es ist wohl schon vorbei. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt gefallen. Das war es mit Blue Shift.
und ich bin mir sehr sicher, dass wir Blue Shift aber noch einmal sehen werden, wenn es nämlich remaked wird. Als God Duty. Ich glaube, so heißt es nämlich, das Remake. Sobald das draußen ist, wird das auf jeden Fall let's played. Und dann können wir auch wunderschön das mit dem Original vergleichen. Meine Geißengärts, vielen Dank fürs Ansehen dieses Let's Plays. Und ihr wisst ganz genau, was das nächste Let's Play Projekt ist. Und darauf freue ich mich schon genauso drauf, wie auch hier auf Blue Shift. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, euch hat diese letzte, jetzt etwas kürzere Folge gefallen. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, haut raus. Bis denne. Und ciao.